Jo Leute, herzlich willkommen zurück zu Final Fantasy 15, die Windows Edition. Und ja, ich habe ja im letzten Part irgendwie, glaube ich, angesprochen gehabt, dass ich hier zurückgehen werde. Einfach nur aus dem einen Grund, weil wir da eine Nebenquest vergessen haben und eine Nebenaufgabe. Und die werden wir jetzt mal machen. Denn wir müssen zu Dino und Dino muss natürlich da ganz hinten sein am Arsch der Welt. Und da laufe ich den erstmal gefühlt 3 Ewigkeiten. Wir können auch gleich noch mehr schauen sogar. Willkommen am Galdien Kai. Guten Tag. Und momentan sind hier. Ja, nee, das ist nicht für uns so interessant. So. Gehen wir kurz mal zu dir hin, sogar. Ich möchte bei dir sogar was nachschauen. Behilflich sein. Mit diesem Getier haben wir unsere Probleme. Machen wir das. Wünsche gutes Gelingen. Und das. Also dann, viel Glück. Nein. Bitte Wir riskieren müssen Sie einfach nicht dann zu gleich viel. nochmal neu annehmen. Ah, gut. Laufen wir mal kurz rüber. So. Das Essen hier schmeckt ausgezeichnet. Nehmen wir mit dir. Ah, der Prinz. Gut siehst du aus. Ja. Tut mir leid mit dem Boot. Bei dem, was gerade los ist, sind sogar mir mit all meinen Kontakten die Hände gebunden. Kein Problem. Okay, weißt du, als Reporter allein reicht's gerade vorne und hinten nicht. Deswegen konzentriere ich mich auf meine Accessoires. Ach was. Und dachte so, vielleicht habt ihr Zeit. Wieso? Weil für euch Accessoires dabei rausspringen. Bringt mir einfach nur die nötigen Steine. Heißt schon, wie beim letzten Mal. Ihr geht auf Rohsteinsuche. Okay. Andere Worten, wir sollen wieder Edelsteinchen für dich sammeln. Das sollten wir hinkriegen. Ne, das hier erstmal hier so wieder auswählen. Ich hatte die schlimmsten Befürchtungen. Aber anscheinend will er uns nicht verraten. Zumindest vorerst nicht. Zuzutrauen ist der windigen Type alles. Also nochmal Rohsteine. Hoffentlich nicht wieder in einem Monsternest. Guter Einwand. Naja, werden wir alle Fälle sehen. Ich weiß, dass ich manchmal so Lags habe, aber die kommen gerade vom Spiel, nicht von mir direkt. Und wenn ich schaue, ich habe links halt Dings offen, wo ich das halt immer checken kann, habe ich keine Probleme. Okay, Leute, wir sind zurück. Und ja, es gab ein Quest-Update, denn der liebe Herr Prompto möchte den Berg fotografieren. Und den Wunsch möchte ich nicht verwehren, deswegen gehen wir da kurz mal hin. Und er darf fotografieren. So viel wie er möchte. Lass das, Mann. Fotografieren. Lasst uns hier ein Foto machen. Eine gute Wahl. Also los geht's. Ich mache immer gute Wahlen, also bitte. Fotozeit. Nehmen wir. Großartig. Ist das die Gegend, die Dino meinte? Ja. Lasst uns die Suche beginnen. Den rohen Amethysten finden. Denk dran, auch der Gegner hat Angst. Leichter geht's nicht. Ja. Ich möchte kurz mal dahin. Bam. 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 Ich habe gerade zwischendurch so Ruckler und weiß nicht, woher die kommen. Aber es liegt ja halt nicht mehr an mir. Braucht ihr mich dazu eigentlich? Okay. Wie mache ich das mit dem Team Warp-Angriff? Nee, ich hau einfach kurz mal drauf. Aber wie mache ich das mit dem Team-Angriff? Ich bin gerade zu blöd dafür.
Aber es kommen auch gerade mega random Soldaten aus Niflheim, kann man sagen. Ich denke mal, dass der Amethyst hier liegt. Auch eben. Nice. Da hast du recht. Deswegen laufe ich hier zurück zum Regalia. Wir können ruhig dabei sein. Vom Regalia aus. Ja. Fahren wir zurück. So. Also. Okay. Dann sehen wir uns zurück in Galdenkai. Beim Galdenkai. Habe ich gerade zur Fortereisen gemacht? Ja, habe ich. Super, wollte ich gar nicht. Naja. So, wir reden jetzt mit Dino. Ich hoffe, Prinz und Gefolge sind wohlauf. Ja, ja. Wunderbar. Kannst echt stolz auf dich sein. Dein Einsatz macht die Welt ein wenig sicherer. Wieso das? Normalerweise trauen sich einfache Bürger nachts nicht raus. Aber manchmal müssen sie, ob sie wollen oder nicht. Sicher. Also, für diese armen Schlucker sind meine Accessoires. Und für dich. Hast schließlich eine Belohnung verdient. Hier, probier's einfach mal aus. Dann bis zum nächsten Mal. Es lohnt eigentlich immer. Aufgabe abgeschlossen. IP haben wir wieder ein bisschen was auf der Fälle bekommen. Amethyst-Armband. Bis zum nächsten Mal. Hast einen verdammt guten Riecher, Prinzchen. Schon mal daran gedacht, Reporter zu werden? Wäre ein ziemlich steiler Karriereknick. Na gut. Könnt jedenfalls mal wieder Hilfe gebrauchen. Sorry. Für mich ist der Trip einfach zu gefährlich. Für euch aber nicht. Und es lohnt sich. Helidor für Hallodri. Okay. Das war die falsche Taste. Dann machen wir halt Dino-Aufgaben. Und das ist ganz schön weit weg. Das ist echt weit weg. Was haben wir hier? Das ist da oben halt. Lebensräuber. Das ist halt hier. Dann kümmern wir uns erst in die Schale geworfen. Schon wieder ein Botengang? Bislang hat es sich immer gelohnt. Also sollten wir uns Wie wär's mit einer Massage? Nee, du. Steh nicht so auf Massagen. Dann machen wir das ganz simpel. Wir sehen uns dann bei der einen Mission. Bis gleich. Okay, ja. Machen wir weg hier. Steinscheren und alles. Bam. Wir müssen sowieso erst da nach hinten. Da sind die ganz fetten Dinger. So. Nice. War ein schöner Schaden, den wir gemacht haben. Und zu denen wollten wir eigentlich hin. Bald klingelt die Kasse, Leute. Aber wir walken uns erst hier hoch. Und dann hier nach unten und voll rein. So, erstmal Gladio angreifen lassen. Sollte gut funktionieren. So. Ja, wow, ich hab halt so Ruckler, wo ich nicht weiß, woher die kommen. Ganz ehrlich. Ich werde mich schon im nächsten Part darum kümmern, so ist das jetzt noch nicht. Aber trotzdem ist das nervig. So. Bam. Kann ich da oben? Na, kann ich. Okay. Dann mach ich mal zu den Dölchen. Okay, wie mache ich das mit dem Team Link Angriff? Ich habe keinen Plan, wie das funktioniert. Puh. Oh, really? Natürlich nervig.
Ja. Dann gehe ich kurz wieder hoch da. Und dann wieder nach unten. Machen wir Gladio und Prompto. So. Schöner Angriff, den wir durchführen konnten. Und bam. Und Teleportationsangriff. Gladio darf nochmal rinböllern. Und ich bin dran. Nice. Jagdziel erlegt. So. Aufgaben. Lebensräuber. Gut. Dann laufe ich kurz noch da dahinter. Da sehen wir uns dann auch gleich wieder dort. Wie gesagt, im nächsten Part kümmere ich mich auch um die Legs so gut wie ich kann halt. Na gut. Sehen wir uns gleich dort. Okay, da sind wir zurück. Und schon mitten im Fight. Gehen wir kurz mal hier hoch. Ich glaube, schnelle Angriffe sind in dem Fall besser. Lassen wir Gladio wieder reinböllern. Ja. Hat's alle Fälle verkackt. Aber wir können jetzt einfach ganz schnell durchrattern. Oh, ich wurde gerade nicht so geheilt. Okay. Machen wir das kurz mal so. Und rein da. Und Gladio darf wieder. So. Bam. Und rein da. Dieser Damage von denen manchmal. Nutzen wir mal ein super Elixier für mich. Und dann nach hinten mit mir. Was machen wir? Wechsel mal zu dieser Waffe. Und bam, getroffen. Aua. Okay, ja gut. Das hätte nachschauen die Königswachen dafür so viel Leben verlieren. Lass mich doch mal in Ruhe ausprobieren, ey. Aber gut, dass wir so viele Heiltränke gekauft haben. Ey. Oh. Okay, das macht Schaden. Dann bleiben wir beim fetten Schwert. Prompto in dem Fall. Machen wir natürlich einen Warp-Angriff. Und Rinder, bam. Da. Bam. Sollte alle Fälle gut Schaden gemacht haben. Ist das nervig. Falsche Waffe sehe ich aus dem gerade. Wir heilen uns kurz noch einmal. Wir geben Prompto mal kurz ein Super Elixier. Das war sehr, sehr knapp. So wollte ich machen. Echt jetzt? Ich porte mich wie ein Mongo herum. Dämlich. Ja. Oh, es ist gerade richtig schwer, ne? Benutze mal ein Super Elixier. Oh. Ganz ehrlich, geh weg. Oh, schöner Move.
Das kostet uns ganz schön Haltring oder mehr, weil ich zu dumm bin zum Ausweichen. So. Bam. Und gleich nochmal. Und wirklich Abflug, komm schon. Es liegt noch einer, Alter. Du bist da hinten, okay. Machen wir einen Warp-Angriff. Haben wir das Ganze auch gleich. Muss ich nicht gleich verabschieden hier. Was soll denn das? Oh, finally. War ja gar nicht anstrengend. Okay, zum Abschluss sehen wir jetzt uns nur noch bei der Abgabe. Also bis gleich. Okay, wir sind zurück. Gehen wir jetzt noch die Sachen hier ab. Gute Arbeit. Holen uns noch ganz viel Erfahrung und Geld. Den haben wir erledigt. Sie sind überraschend gut. Ja, hat auch dementsprechend Items gekostet. So, Speichervorgang. Mit etwas frischem Fisch. Okay. Haben wir fertig, haben wir fertig. Und ja, gegen die kommen wir halt nicht an. Blinder Passagier auf der Fähre. Okay, das können wir halt nicht machen. Weil wir halt nicht stark genug sind. Gut, wir werden nicht da schlafen. Oh, jetzt möchte ich den ganzen Weg davor zurückrennen. Aber gut, lohnt sich dann wenigstens. Holen wir uns natürlich unsere EPs noch ab. Waffen gibt es. So viele, wie es Könige gab. Leider sind viele heute verschollen. Wie eine Schatzsuche. Okay. Wir sehen uns alle Fälle gleich beim Wohnwagen. Wenn wir unsere XP noch abgeholt haben. Und dann war es auch von dem Part. Also bis gleich nochmal. So, jetzt holen wir uns noch unsere ganze Erfahrung hier. So. Bilder. Was haben wir denn hier? Nehmen wir. Oh, das Foto ist gut. Nicht wahr? Finde ich auch. Sonst haben wir gar keinen interessanten mehr dabei. Nehmen wir alle Fälle so an. Schöner Morgen. Na? So, redet nicht mit uns, okay. Aber ich würde sagen, das war's von dem Part hier. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst doch eine positive Bewertung da. Und dann sehen wir uns auch schon im nächsten Part wieder, wo wir dann uns hier sehen und dann an Schokobo freuden, denn wir müssen noch zur Schokobo fahren. Also ein Kram. Und hier gibt's auch noch einen Jagdaufträge, die wir machen können. Dementsprechend, ja, sehen wir uns im nächsten Part wieder. Ciao, ciao.